Da gieße ich mir kurz direkt mal was zu trinken ein, Freunde. Damit ich nicht verdurste hier vor meinem PC. Leute, was trinkt ihr eigentlich? Seid ihr nur so only Wassertrinker? Oder seid ihr schon so auch mal Cola, Sprite oder andere vielleicht nicht so gesunde Sachen? Meine Alkoholfreunde unter uns. Ich weiß doch, dass ihr gerade zuguckt. Das ist wirklich nicht gut, Leute. Das ist einfach nicht okay. Finde ich echt nicht cool. Also ich muss sagen, ich bin eigentlich ein Wassermensch, also eigentlich wirklich übelster Wassermensch. So, ich liebe Wasser. Ich trinke auch eigentlich komplett nur Wasser. Aber wenn ich weiß, yo, ich will gleich vielleicht noch ein bisschen zocken, also wie jetzt oder halt aufnehmen. Und danach muss ich eigentlich auch noch was machen, was ich danach auch noch schaffen will. Und es ist halt gerade 20 Uhr, so trinke ich meistens auch Cola oder Fanta oder Sprite. Weil ich bin noch ein Mensch, Leute. Ja, es verwundert vielleicht manche. Ich bin noch ein Mensch, der von Cola, Sprite und Fanta übelst wach wird. Und auch mega einfach die Schübe des Adrenalins gefüllt bekommt. Und mega hellwach davon wird und auch hellwach bleibt. Und ich weiß auch nicht, warum das so ist. Eigentlich bin ich ein Typ, der von dieser Winterzeit so gefickt wird. Also diese Winterzeit macht mich eigentlich so fertig, wirklich. Diese ekelhafte Winterzeit. Ich hasse das. Wenn es einfach, wisst ihr, es wird frühs um 7 hell. Um 7 wird es hell. Dann werde ich wach, weil es hell wird. Und ich nicht sowas wie eine Jalousie in meinem Zimmer habe. Dann wird es hell in meinem Zimmer. Ich werde wach. Stehe natürlich auf, weil ich nicht mehr schlafen kann, weil es um 7 hell wird. Und Leute, wisst ihr, was mir auffällt? Wir sind auf Höhe 240. Mist! Das habe ich gar nicht mitberechnet. Lol. Wir sind hier bei der maximalen Bauhöhe. Oder? Ja, höher geht's nicht. Maximale Bauhöhe erreicht. Ja, ich bin gerade ein bisschen sprachlos, weil ich, um ehrlich zu sein, keine Ahnung habe, wie wir dieses Haus bauen sollen, was in meinem Kopf schon extra geil aussah, wenn wir da oben, da, an der maximalen Bauhöhe sind. Lol. Aber nicht verzagen, Leute. Ich glaube, ich habe schon eine Idee. Ich glaube, ich habe wirklich einfach schon eine Idee, wie man das trotzdem geil umsetzen kann. Und so werde ich das auch machen. Leute, mein Plan ist jetzt einfach, anstatt so groß und impulsant zu denken, bauen wir einfach das Dach, fängt dann hier schon an auf der Höhe oder halt hier. Und dann bauen wir das Dach mit Half Slabs nach oben. Und auf Höhe 256, wenn wir da angekommen sind, also erst machen wir so etappenweise, ne? Und wenn wir da auf 256 angekommen sind, kommen wir auch ein plattes Dach. Sieht zwar von oben dann nicht ganz so gut aus, aber ich glaube, von hier sieht man das gar nicht. Und dann führt der Eingang nicht hier rein, sondern dann geht er hier erstmal runter. Vielleicht so um 4-5 Blöcke oder so. So auf die Höhe. Und dann bauen wir da die Inneneinrichtung. Und dann müssen wir zwar auch relativ viel hier wegbauen, aber das kann man ja später machen so. Und dann hat sich das hoffentlich geklärt. Ich gucke gerade so auf die Zahlen, ne, auf die Chords, weil ich mir merken wollte, auf welcher Höhe wir hier sind. Mit dem Block auf Höhe 244. Damit ich das da drüben auch so machen kann. Und dann sehe ich, scheiße, wir sind einfach viel zu hoch. Und dieser Bauplatz, den ich hier gebaut habe. Und deswegen spawnen die Blätter auch nicht. Weil da die maximale Bauhöhe erreicht ist. Lol. Oh Mann. Oh Mann. Das ist echt problematisch. Ich glaube, dann kann man hier auch nur einen Garten oder sowas bauen. Dann bauen wir hier nur ein Haus, vielleicht kleinere Häuser daneben oder so. Aber mehr kann man hier oben halt dann auch nicht bauen. So nichts Fettes so. Das ist traurig. Das ist gerade echt traurig. Als ob das halt wirklich so hoch ist. Ich habe da null drauf geachtet. Da drüben könnte man was bauen. Da ist auch ein bisschen tiefer. Oh Mist. Das ist gerade schon ein bisschen belastend. Ein bisschen sehr belastend. So, hier sind dann die. Nein, stopp.
falsch. Hier sind die. Und dann kommt das von da raus. Hopp. Und dann bauen wir das so. Okay, jetzt ist die Frage, will ich das jetzt wirklich mit Stein verkleiden? Weil ich glaube, Stein passt halt nicht. Stein würde passen, würde da darüber noch was drauf sein. Aber es geht ja nicht, weil wir haben ja... Alter, sehen die Bäume komisch aus. Das sieht so komisch aus mit den Bäumen. Huch. Weil wir haben ja die maximale Bauhöhe. Deswegen macht das, glaube ich, nicht viel Sinn. Und wir verkleiden einfach mit Holz. Boah, das ist richtig, richtig blöd einfach. Das ist wirklich richtig blöd. Das stört mich gerade richtig. Warum muss das so sein? Das ist so kacke. Warum? Warum habe ich so ein Glück, dass wir einfach so hoch sind und es mir halt vorher einfach nicht eingefallen ist, dass ich mal gucke, wie hoch wir eigentlich sind und auf welcher Höhe wir sind. Nein, Alter. Einfach loslegen, bauen und dann sich zu denken, oh, das lief nicht so gut und ich habe keine Ahnung, wo das Holz hin verschwunden ist, was gerade in meinem Inventar war. Oder womit ich gerade craften wollte. Okay, Leute. Aber nicht verzagen. Wir machen jetzt hier trotzdem das Beste draus, Alter. Und da oben ist die Bauhöhe 2 Blöcke über dem hier. 2 Blöcke nur. Oh, 2 Blöcke ist halt eine Ansage, so ne. 2 Blöcke ist echt eine Ansage. Dann fangen wir hier schon mit dem Dach an. Passt man hier durch? Ja. Dann fangen wir nämlich da schon mit dem Dach an. Kommt das weg? Ja, da ist meine Axt kaputt gegangen. Ups. Ich hoffe, das war wenigstens nicht die Dia-Axt. Aber ich habe noch eine Axt und brauche keine neue holen. Aber das ist... Ey, das ist echt... Das stört mich gerade richtig, dass wir auf so einer Höhe angefangen haben zu bauen. Da, ich habe halt auch null dran gedacht, ne? Also wirklich gar nicht, dass es doch so hoch ist. Habe ich nie mitgerechnet. Nie einfach. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir das jetzt alles ein bisschen strukturierter hier angehen. Und gucken, dass wir irgendwie hier noch was Geiles draus machen. Ich glaube aber trotzdem, das wird heftig so. Ich glaube, ich kann hier noch richtig was draus zaubern, Alter. So, dann können wir hier, machen wir so. Und dann muss ich erstmal wieder Holz farmen gehen. Oh Mann. Das ist gerade echt blöd. Das stört mich jetzt gerade richtig. Dass das doch so mies einfach gelaufen ist. Das ist echt... Einfach nicht cool. Einfach nicht cool. Dann müssen wir wohl doch sehen, dass wir eher, anstatt Häuser oben auf den Berg zu bauen, hier unten mit dem, weil der Berg ist riesig, Alter, hier kann man, da kann man noch so viel Fettes einfach ranbauen eigentlich so. Einfach, dann statt man halt oben auf den Berg baut, wisst ihr Leute, dass wir einfach an dem Berg bauen und dann halt in den Berg rein, je nachdem. Und ich schau mal, dass ich auch immer die Setzlinge nachsetze, damit hier auch immer fleißig mehr Holz wächst. Weil Holz brauche ich echt. Holz ist einfach wichtig gerade. Und an sich ist Holz halt einfach eins der wichtigsten Sachen. So, ich glaube, es gibt auch eine automatische Holzfarm in der 1.14, aber dafür braucht man einen Spawner dafür, dass es vollautomatisch ist. Aber es geht auch dafür, dass es, also da, solange man halt irgendwo anders einen Spawner hat, kann man das auch irgendwie halbautomatisch machen. Soweit ich es mitbekommen habe. Aber wisst ihr, was geil ist? Man kann diese Bäume, die so ekelhaft wachsen, dadurch, dass hier jetzt kein Laub ist, einfach so geil abernten. Also wirklich, man kann die so locker abfarmen hier. Das ist so entspannend einfach. So, zack. Und dann haben wir hier direkt das nächste Holz. Das Ding ist, was auf jeden Fall wegkommt, ist das hier. Das wird auf jeden Fall tiefer gesetzt. Und das Dächlein hier muss ein bisschen größer gemacht werden noch. Da kümmere ich mich gleich drum. Ich mache erstmal kurz eine Werkbank. Die können wir gleich hier hinsetzen. Und dann mache ich mir direkt erstmal ein paar Half-Slabs. So. So. Jetzt ist die Frage, wie handeln wir das Ganze?
Also ich würde jetzt hier so. Zack, und dann könnte man hier so ein kleines Dach bauen, was nach hier oben führt. Und jetzt haben wir noch zwei Blöcke Platz im Prinzip, um das komplette Dach zu bauen. Oh, das wird. Das irgendwie ist das eine Herausforderung, aber irgendwie so eine geile Herausforderung ist hier. Sowas, wo ich mir so denke, das ist so nicht so mäßig, ich bin jetzt demotiviert, weil es mich einfach stört, dass ich halt jetzt nicht weiterkomme, so wirklich. Weil halt einfach das von der Höhe nicht passt. Sondern eher sowas, nochmal hier richtig was rauszuholen. Hier aus diesem Haus nochmal richtig heftig was zu machen. Oh, oh, oh. Das Ding ist, höher darf ich hier gar nicht werden. Erstmal. So, wir haben ab hier jetzt noch anderthalb Blöcke Platz im Prinzip. Ich gucke jetzt mal, wie das von hier aussieht. Das sieht doch gar nicht schlecht aus. Das gefällt mir hier aber noch nicht so richtig irgendwie. So. Und können wir hier... da können wir eine Dings ansetzen, eine Treppe. Damit das ein bisschen stabiler aussieht. Oh. Oh. Ups. Okay, das habe ich jetzt... Das wollte ich echt nicht. Wie können wir das machen, dass das cool aussieht? Ich will trotzdem, dass es so wie ein stabiles Dach aussieht wenigstens. Und nicht wie irgend so ein dahingeklappertes Dach. Oh, das ist jetzt schwierig. Ich glaube aber, so ist es schon ganz okay. So. Guck mal, und dann können wir einfach. Dann machen wir einfach hier das einfach noch eins tiefer. Und dann haben wir ja doch schon gut Platz. Und das sieht nicht nach so was sehr Kleinem aus. Machen wir hier vorne noch weg. So. Und dann haben wir ja schon wieder ordentlich an Platz gewonnen. Das Problem, was wir jetzt haben, Leute, es geht hier nur zwei Blöcke nach oben. Zwei Blöcke. So weit. Höher geht es nicht. Das ist das Ende. Flachdach sieht kacke aus. Wissen wir alle. Ich würde jetzt eigentlich so ein Spitzdach eher bauen, aber geht ja nicht. Wir haben nur zwei Blöcke Platz. Wir sind dort oben auf der maximalen Bauhöhe. Die Frage ist, wie lösen wir das Problem? Ich kann nicht mal da oben was draufsetzen, ne? Oh, also im Prinzip ist hier die maximale Bauhöhe schon erreicht. Also wissen wir, hier ist das Dach. Punkt. Da können wir nichts mehr raufbauen, nichts. Da ist jetzt das Dach. Und weiter geht das nicht. Okay. Okay, okay, okay. Wir haben hier jetzt im Prinzip noch drei Blöcke. Drei Blöcke haben wir Platz. Mit denen wir nach oben können. Mist. Da haben wir im Prinzip 1, 2 und Block Nummer 3. Heißt, das ist möglich, dass wir das im Prinzip so bauen und dann so. Ja, okay, das kommt jetzt natürlich alles nochmal eins nach vorne so. Aber das ist auf jeden Fall möglich. Das können wir machen. Boah, das überfordert meinen Kopf gerade richtig, dass wir halt wirklich nur auf diesem beengten Platz so diesen Platz nutzen können. Aber halt trotzdem, ich weiß, einfach was Schönes als erstes Starthäuslein. Im Prinzip, oh Mist, das lief nicht so hervorragend. Als erstes Starthäuslein habe. Was halt trotzdem gut aussieht, so. Das Ding ist, das hier ist maximale Bauhöhe, glaube ich. 255,5, ja. Das hier noch einen halben Block höher und dann sind wir auf der maximalen Bauhöhe. Heißt, es wird wirklich sehr interessant. Sehr interessant. Hopp. So. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie verbinden wir die beiden Dächer jetzt am besten, dass es noch gut aussieht. Also ich würde einmal hier auf jeden Fall so. Zack.
Und dann bauen wir einfach hier nochmal. So. Und dann hätten wir das hier ja im Prinzip schon abgedeckt. Na, hier muss eine Treppe hin. Ich muss mir unbedingt Werkbänke machen, damit ich da nicht immer hochrennen muss aufs Neue. Das Dach ist, glaube ich, wirklich am kompliziertesten so, was hier jetzt geil ist, so draus zu machen. Aber es ist machbar. Und ich glaube, ich kriege das bisher auch ganz gut hin. Also so, dass es nicht komplett scheiße aussieht, wenigstens. Oh, hallo. Nein. Oh, warum hätte ich die Pickaxe nicht wenigstens einfach aufsammeln können, so. Mach so und dann zack. Ja, und dann sieht das doch gar nicht so schlecht aus. So, wie sieht das von weit weg aus? Ist doch gar nicht scheiße. Problem ist halt, was wir immer noch haben, da ist Ende. Und ich glaube, das sieht nicht gut aus, wenn da jetzt einfach ein plattes Dach drüber ist. Oh, Leute, ich glaube, ich habe eine gute Idee. Ich glaube, ich habe eine echt gute Idee. Dafür brauchen wir aber hier oben einen Grasblock. Hier ist ja erst Ende. Ja, das ist... Ich glaube, ich habe eine echt gute Idee. Auch was echt modern aussehen wird. Das wird... Oh, das, ich glaube, das ist echt richtig gute Idee. Aber mal gucken. Wir müssen erstmal abwarten. Und dann mal sehen. So Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen. Und schreibt gerne in die Kommentare Anregungen, was ich noch alles so machen soll. Das würde mich wirklich interessieren. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.